Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Fever. Unsere E18 fährt gerade ins Depot, weil sie bekommt neue Wagen dran. Oder mehrere. Und dann will ich gerne hier noch das Depot ein bisschen ausbauen. Mal gucken, ob ich hier noch eine Kurve rankriege. Das wäre natürlich super. Hier noch irgendwie... Kriegen wir das irgendwie hin? Das ist ja eine tolle... Schade. Das wäre natürlich super gewesen. Vor allem auch optisch. Nee. Wollen wir ein Stückchen nach vorne gehen? Nee. Dahin können wir. Wird nichts, das wird nichts. Schade. Okay. Ist nicht so schlimm. Wir wollten nun unsere Lok weiter bestücken. Und zwar haben wir diese Y-Wagen Züge kaufen. Passagierwagen Y-Züge. Jetzt ist die Frage, finden wir die wieder oder finden wir sie nicht? Das ist hier die Frage. Ich habe wieder ein paar neue Mods drin, die ich gefunden habe. Sehr schön fand. Mal gucken, wann wir die auf die Gleise und auf die Straße bringen. Ist auch ein schöner. Von der Farbe her auf jeden Fall auffällig. Ja, also es werden auf jeden Fall noch viele, viele schöne Sachen hier kommen. Wo sind sie denn jetzt? Unsere Y-Wagen. Okay, in welchen haben wir davon? Puh. BME Grün, zweite Klasse. Könnte der sein? BME Wagen, zweite Klasse Grün. Ja, das sind die. Würde ich sagen, nehmen wir noch zwei Stück von. Eins und zwei. Dann können wir das gute Stück auch wieder auf die Schiene bringen. Er soll nach... War das Heidelberg-Klaue? Müsste das gewesen sein. Recht im Sinne. Hier wollte ich noch ein Signal hinmachen. Wenn er rausfährt. Fahrzeug im Weg. War ja fast klar. Dann fährt er einmal in den Bahnhof rein, müsste wenden und dann wieder auf seine normale Strecke fahren. So, jetzt hat er auch ein Ausfahrtssignal. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch, wenn der Zug weg ist, hier noch eine schöne Kreuzweiche rein mit Signal, was wir ja alles noch nicht gebaut haben. Und bauen diese Linie hier, diese Strecke, noch zweigleisig aus. Dann haben wir das auch erledigt. Er verabschiedet sich erstmal von uns. Gute Reise, der Herr. Ah, das sieht doch schon viel besser aus, wenn die Züge langsam lang werden. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie... Ja, kriegen wir hin. Da. Aber. Dann bekommt er hier unser Signal. Natürlich davor. Vor dem Bahnübergang kriegt er hier eins hin. Und ich würde sagen, fangen wir jetzt an, die Strecke zweigleisig zu bauen. Bevor wir aber bauen, gucken wir nochmal, ob wir auf der richtigen Seite sind. Links. Und schauen mal, wie wir ankommen. Ja, das passt. Das passt. Okay. Fangen wir hier an. Können wir gleich nochmal die Weiche bauen. Zack und zack. Dann haben wir es auch erledigt. Stellen hier noch ein Signal hin.
Zack. Und weiter geht's im Geschäft. Gehen bis hier hin. Bauen eine Brücke. Ich hoffe, das klappt. Das klappt. Perfekt. Drehen wir einmal das ganze Stück. Ich hoffe, das klappt jetzt hier auch mit den ganzen Kurven. War ja doch sehr kurvenlastig, die Strecke hier durch diesen Berg, wo wir uns ja nicht durchbohren wollten. Tunnel werden irgendwann auch nochmal gebaut, aber ich finde es halt optisch schöner, wenn die Strecke halt sichtbar ist und man halt den Zug die ganze Zeit sieht. Anstatt der halt 2 Minuten einfach mal abtaucht. Finde ich jetzt nicht so schön. So, das klappt hier alles ganz gut bisher. Ah, die Strecke ist aber auch super schön. Hier hatten wir mal falsche Gleise gebaut, aus Versehen. Habe ich auch noch nicht geändert. Aber nun gut, das lag halt gerade da. Auf dem Betriebshof und das musste raus. Also haben wir erstmal andere Schienen genommen. Ist ja egal. So, wir nähern uns auf jeden Fall dem Bahnhof. Und dann brauchen wir gleich noch ein paar Blocksignale. So. Dran sind wir. Schauen wir. Ja. Fährt zweispurig. Super. Signal haben wir hier auch gesetzt. Oh, das ist ja auch eine sehr fragwürdige Straße. Herzlich willkommen in dem Städtchen. Du musst erstmal 45 Grad nach oben fahren, statt. Oh, das staut sich hier ohne Ende. Warum denn das? Okay. Dass da die Stadt auch nichts macht und die Straße irgendwie ausbaut. Wie das mal ausbauen auf 2 Spuren? Was haben wir da Schönes? Interessant, dass ich hier nicht scroll. Oh, doch, jetzt möchte er ein bisschen scrollen. Große Straße. Mal hier bauen. Schön ist anders, aber wir schauen mal, wie die Stadt sich, ja, was die Stadt dazu sagt. Oder ob sie es wieder zurückbaut, hatte ich ja auch schon mal gehabt. Schön Straßen ausgebaut und 2 Minuten später war die Straße wieder abgerissen von der Stadt. Naja, gut, Blocksignale wollten wir bauen, bevor wir das vergessen. Blocksignal. So. Okay, wir kommen hier raus. Da. Würde ich sagen, machen wir einfach mal hier ein Blocksignal an der Straße, falls sie da stehen müssen. Interessant. Auch interessant, warum jetzt die linke Spur, aber darum kümmern wir uns gleich. Erstmal machen wir die Blocksignale noch zu Ende. Dahin. Jetzt hierhin. Machen wir. Hier kommt ja gleich der Bahnhof. Aber eins würde ich gerne noch hier irgendwie hinbauen. Machen wir mal hier noch eins hin. So. Okay. Linie angucken. Er sollte aber eigentlich wechseln. Vielleicht ist er schon vorher gefahren. Eigentlich sollte er das richtig machen. Aber er fährt hier auch nicht rüber. Warum nicht? Ach so, weil... Weil der Fahrdienstleiter gesagt hat, Gleis 1 ist deins. Gut. Gucken wir nochmal an. Aber sollte funktionieren jetzt. Er sollte jetzt auf diesem Gleis bleiben, wo er gerade ist und nicht wechseln. Das sieht gut aus. Ich. Herrlich. Okay, wir schauen mal, was die Finanzen so sagen.
Der Zug macht noch satt, nasse, aber der hat 40 Passagiere. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und weißt du nicht, warum er noch 400.000 minus hat? Aber die anderen sehen eigentlich ganz gut aus. $200.000 haben die Trams, die Busse sind okay. $500.000 hat sogar unser Öl. Das ist ja sehr interessant. Die anderen sind alle im Plus. Warum er hier nicht möchte, man weiß es noch nicht. Gucken mal, wie viele Leute hier stehen, nach Wanz leben zu wollen. 9 Leute, also scheint Stück für Stück angenommen zu werden, die Strecke. Ja, das sieht alles gut aus. Hier sind genug Leute. Ja, was schließen wir neu an? Wir sind jetzt da lang gefahren und da lang gefahren. Wir könnten eigentlich hier von Plauen nochmal rüberfahren, wie ich es eigentlich vorher mal machen wollte, nach Pockau. Oder wir fahren nach Senden, aber hm. Ja, gerne mal mehreren Zügen in so einen Bahnhof rein. Wir haben jetzt erstmal nur 2 Gleise immer gebaut. Kann man zur Not ja dann irgendwann nochmal ausbauen auf 3, 4, 5 Gleise. Ich würde sagen, wir bauen nach Pockau. War. Raus. Da ein Gleis klauen. Ja, das sollte ganz gut sein. Kommen wir hier mit einer Kurve raus? Ja. Auf jeden Fall. Da so hinten. Mhm. Mal nach unseren Linien wieder. Ist doch wieder ein Unterschied. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ein bisschen Kleingeld haben wir. Hier müssen wir ein bisschen abbremsen. Fahren wir. Das wird interessant. Auf dieses Gleis und müssen dann hier irgendwie nochmal wechseln. Ah, das wird sehr interessant. Das Fahrzeug im Weg. Mhm. Müssen wir jetzt echt warten, bis der aus dem Block ist? Wir fahren, wir bauen. So stehen Wald, würde ich sagen. Hatten wir auch noch nicht. Da will er uns eine Brücke bauen. Darauf stehe ich gar nicht. Davon halte ich auch gar nichts. Deshalb kommst du so hin. Aufschüttung, Aufschüttung, das ist in Ordnung, hält sich auch in Grenzen. Im zweiten Gleis müssen wir dann mal gucken. Kommen wir hier auch rüber? Okay. Wird kein Problem sein. Jetzt wird es interessant. Wir fahren hier lang. Hier irgendwie durch den Wald so ein bisschen fahren wollen. Aber wir bleiben erstmal noch ein bisschen an der Straße. 110, 120. Alles gut. Da machen wir eine kleine Schneise, aber
auch in Ordnung, wenn wir hier hingehen. Ordnung. Haben wir 120. Jetzt würde ich gerne durch den Wald gehen, wenn es geht. Sieht bestimmt interessant aus. Oh, wir wollen aber nicht runter. Wir wollen zumindest gerade bleiben, weil hier geht es ja dann ein bisschen hoch. So. Und durch den Wald. Jetzt möchte er einen Tunnel bauen. War fast klar. Aber wir gehen mal hoch. Jeder will eine Brücke bauen. Gut, das wird jetzt sehr interessant. Oh, das ist aber doch schon. Heieieiei. Ich glaube, das wird definitiv ein Tunnel. Dann kommen wir halt da raus oder so. Müssen wir mal schauen. Nehmen wir mit. Kein Tunnel. Wunderbar. War eine Menge aufgeschüttet, aber das ist in Ordnung. Aufgeschüttet durch den Wald hier. Ein bisschen Wald haben wir aber mitgenommen. Guti. Dann kommen wir irgendwo hier an. Können wir mal gleich gucken, wo wir den Bahnhof dann hinbauen. Oh, bietet sich ja hier gleich an. Hier. Das machen wir auch. Nur wir werden die Straße etwas verlängern. Damit wir halt da wieder unsere Wendeschleife machen können. Und ich würde sagen, wir machen es ein bisschen länger, weil ich habe da noch ein paar schöne Mods, die ich da gerne hinstellen möchte. Die sind aber ein bisschen größer. Mal Depot, sondern auch ganz interessant hier. Diese Bushaltestelle. Aber ich wollte gerne, da habe ich eine Kirche. Eine Kirche, da ist sie. Geht auch vom Preis her 90.000. Die halt nur sehr, ja, sehr schön. Da irgendwie hinbauen? Ne, das ist mir eigentlich. Ich will die denn, wenn denn hier haben mit dem. War das so machen? Ja, das machen wir so. Und die Straße werden wir etwas verlängern, damit der Bahnhof da auch noch hinpasst. Ja, sollte hinhauen. Bahnhof, 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 Bahnhof. Welchen schönen Bahnhof nehmen wir denn jetzt? Haben wir denn noch nicht? Schweriner? Kostet denn der? Oh, der ist sogar bezahlbar. Goldberg ist da oben. Würde ich sagen, bauen wir den Bahnhof auch so in die Richtung. Ja. So ist das vollkommen in Ordnung. Das Eingestanzte hier gefällt mir wieder nicht so. Das werden wir noch kurz ändern. Ist ein bisschen. Ganz perfekt wird es nicht, aber es soll auch nicht so hingeklatscht aussehen. Oh. So ist das in Ordnung. Hier machen wir es auch noch ein bisschen. Schönheitskorrekturen. Oh. Schön. Schön, 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 schön. Gut. Leise. Weiter geht's damit. Weiß ich wieder nicht, wo wir. Achso, da können wir uns das ja aussuchen. Ob wir rechts oder links davon bauen. Ich würde sagen, wir bauen links davon. Also nehmen wir hier. Doch noch ein ganzes Stückchen bis dahin.
Kommen wir direkt ran. Ohne Brücke, Tunnel, irgendwas. Die Aufschüttung. Ist da so ein Unterschied? Nee, das ist zu viel. Wir machen das so. Da sollten wir eigentlich auch irgendwie zum Bahnhof kommen. So machen wir das. Okay. Dem zweiten Gleis gleich hinterher, dass wir das erledigt haben. Bisschen Kleingeld haben wir noch. Dann hoffen wir mal, dass unsere Strecke, die gerade noch 400.000 in den Miesen war, die irgendwie auch mal angekommen ist und ein bisschen Geld generiert. Wäre auf jeden Fall zu wünschen. Das dauert ja immer seine Zeit, bis halt die ganzen Passagiere denn sagen, oh ja, mit der Bimmelbahn macht's so richtig Spaß. Da investiere ich mal 1 Euro und fahre damit. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wollen wir da hin? Ich würde ja sagen, wir gehen hier ins Gleis rein, fahren dann kurzzeitig eingleisig und wechseln dann hier auf das andere Gleis. Ich glaube, so machen wir das. Wir wollten ja auch ein paar Gleiswechsel auf jeden Fall provozieren. Machen wir damit. Hoffe ich, dass wir hier noch reinkommen. Beziehungsweise rauskommen. Das sieht gut aus. Dann gibt es auf jeden Fall gleich mal hier. Okay, das ist okay. Dann kommen wir dahin. Jetzt müssen wir sagen nach der Brücke nochmal einen Gleiswechsel. X-Weiche einbauen. Zack. Zack. Ja, wenn er hier fahren darf, fährt er und fährt hier lang. Und da in den Bahnhofsbereich rein. Andersrum fährt er hier und da raus. Ja, da hat er das. Würde ich sagen, machen wir hier noch ein Signal hin. So. Falls gerade hier einer in dem Block ist, dann muss der da kurz warten. Und dann sollte das eigentlich okay sein. Gut, zweigleisig ausgebaut. Blocksignale bauen wir noch ein paar ein. Ich würde sagen, machen wir eins hier wieder vor der Schranke. Und eins machen wir noch hier im Wald. Das ist schön. So. Dann sind wir auch schon gleich im Bahnhofsbereich. Ja. Hier haben wir noch keine Weiche eingebaut. Haben wir eine? Bekommt der liebe Herr auch noch ein Signal? Das ist jetzt richtig gesetzt, ja. Okay. Ja. Gucken wir uns mal den Bahnhof an. Der gefällt mir ja auch. Hauptbahnhof steht da. Fliegen wir mal kurz durch. Wieder Unterführungen. Abfahrtsplan. Auch schön. Hauptbahnhof alt geschrieben. Aber dann eine hochmoderne elektronische Tafel dazu hängen. Super. Können wir hier reinfliegen? Ja. Oh. Sogar mit Läden und alles. Ja. Super. Ich würde sagen, für diese Folge war es das.
Der Bahnhof gefällt mir. Was für eine Lok oder was für ein Zug wir da insgesamt drauf schmeißen auf das Gleis. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Mal schauen, was ich mir da Schönes ausdenke. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.